So, und damit dann auch herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Ja, was ist in der letzten Folge passiert? Wir haben den Angriff im Kraftwerk abgewehrt, haben mit Tommy gesprochen. Tommy hat sich bereit erklärt, Ellie für uns zu den Fireflies zu bringen. Ellie hat sich daraufhin ein Pferd geschnappt, ist abgehauen. Wir mussten jetzt so ein Hunterlager komplett eliminieren, um Ellie zu finden und ja. Das machen wir jetzt immer weiter. Also nicht das Hunterlager eliminieren, das ist down. Extra 2 Minuten länger gemacht. Aber Ellie finden, das suchen wir auch, machen wir jetzt weiter. Ja, wir haben eigentlich mehr oder weniger unsere komplette Munition dafür verschossen. Wir haben. Aua. Blöder Gaul. Nein, der Gaul kann da eigentlich nichts für, aber. Ja, egal. Naja, wie gesagt, unsere Munition ist mehr oder weniger komplett down. Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Teilweise sind die Übersetzungen aber echt miserabel, muss ich jetzt mal sagen, ne? Aber wenn er sagt, ich hoffe, sie ist entkommen und unten steht, ich, nee, er sagt, hoffentlich ist sie entkommen und unten steht, ich hoffe, sie ist entkommen. Sind doch zwei verschiedene Aussagen, oder irre ich mich jetzt? Irgendwie leckt zwischenzeitlich mein Spiel auch. Warum auch immer. Eddie, du. Blödkopf! Ja. Schön, dass unser Bruder wenigstens so nett ist und uns begleitet. Uns nicht mit ihr alleine lässt, dass wir ihr nicht einen Arsch versohlen, weil sie einfach abgehauen ist. Ellie? Vorsicht, und er blökt trotzdem. Ellie? Ja, schön, dass du da bist. Komm her, hol dir deinen versohlten Arsch ab. Und mal wieder ein Fireflies-Anhänger. Ratten. Ich frage mich ja, was mit Munition für die Shorty hier drinnen zu suchen hat. Aber gut, egal. Ist ja nicht so, dass wir das jetzt nicht wollen oder so, ne? So, was haben wir denn jetzt überhaupt ausgerüstet? Was ist ausgerüstet? Shorty können wir mal nachladen. Die ist hier laden. Und für die Flinte haben wir keine Munition. Ja, besser als nichts. Oh, ja, nicht mal schlecht, das Bild. Sieht aus wie so Salsa-mäßig. Da ist der Comic, den sie immer liest. Yeah. Turn around and read. Buch 12, 0 Punkt. Vor 15 Tagen hatten die Reisenden die Enttarnte von Neumann entdeckt. Ach so, das ist ein. Gut, egal. Der Angriff tötete den Großteil der Mannschaft und vielleicht noch wichtiger, er unterbrach die Kettenreaktion im Nullpunktantrieb. Mit Unterlichtgeschwindigkeit würde es 6000 Jahre dauern, die Heimatwelt der Reisenden zu erreichen. Sie ist nah, aber nicht nah genug. Die Hoffnung scheint für Daniela verloren zu sein. Oh oh. Yeah, einen alten Computer.
Gambuter. Können wir hier noch mehr looten? Um jetzt auch mal die Bilder anzuschauen. Ziemlich detailreich, finde ich persönlich. Die Reiter. Jo. Ganz ehrlich, hier hätte ich mein Bett nicht reingestellt. Also zumindest nicht da. Ich hätte es zumindest weiter rüber gestellt. Lieber ein Nachttisch weniger, weil hier rauskommen, ich würde mir die Birne stoßen, permanent. Ich kenne mich, ich würde da trotzdem gegenrennen, auch wenn das relativ hoch aussieht. Bin in sowas nämlich relativ geübt, irgendwo gegenzurennen, genauso hier. Ich würde hier in die Ecke, würde ich meinen Computer stellen. Damit ich mir nicht dauernd die Birne stoße. Ja, ich bin da ein bisschen eigen. Hab früher selber unterm Dach gewohnt. Schlafe jetzt in der Dachschräge. Ja, selbe Bild. Zäh! Faule Säcke. Von daher, ich kenne das Problem, dass man sich die Birne gerne mal stößt. Wie sieht's denn überhaupt aus? Was haben wir denn? Das ist voll und das ist auch voll. Okay. Jo. Ja, ich würde sagen, das ist ja nicht mal so schlecht. Wir haben ja schon ja nicht so falsch gekickt. Ellie ist nämlich da hinten, glaube ich, drin. Aber wir räumen hier erstmal alles aus, Badezimmer und so weiter. Das ist übrigens auch keine schlechte Idee. Geht bei mir leider im Bad auch nicht. Frag mich aber, warum man zwei Waschbecken hat. Vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass in die andere Richtung 4 Meter weiter das nächste Bad ist. Denn das ist ja da. War denn hier jetzt auch eine Badewanne drin? Ja. Meine Fresse, da können ja... Frag mich zwar, wie viele Leute in dem Haus gewohnt haben, aber hier können ja echt alle Leute zusammen ein Bad... Nee, in jeder in einem eigenen Bad leben, so rum. Haben die sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gezicht besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß. Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy. Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin. Denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt. Wir sind nicht allein. Didim. Wir kommen gerade rein. Und da sind schon welche da.
Wow. Ja, das war ziemlich direkt von ihm. Und Ellie das jetzt eigentlich mitgenommen, das Buch? Na los, geh da rein, geh da rein, geh da rein. Nein. Stirb einfach, stirb. Nee, wir behalten die Axt bei. Nee. Ja, noch ein Stück Käse. Und da hinten ist noch einer tot. Okay, alles sauber. Sehr schön. Gehen wir raus zu den Pferden. Also, das ist Zucker. Den hat es wohl scheinbar direkt mit erwischt. Sehr schön. Bis jetzt habe ich hier immer eine ziemliche Schießerei gehabt, aber ich wollte hier hinten mal eben schnell schauen. Ja, die Machete brauchen wir jetzt nicht. Jetzt schauen, dass wir nicht irgendwas noch liegen lassen. Jo. Aua. Oh, Ellie ist ganz begeistert. Und wieso hat er die Schrotflinte in der Hand und ist leer? Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Hatte Tommy nicht vorher das Pferd mit dem weißen? Egal. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Big Horns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, was dir recht ist.
Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Ja. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Football. Ja, wir reiten jetzt hier zu zweit munter durch die Gegend. Und als allererstes reiten wir hier jetzt nach hinten. Habe ich auch erst beim zweiten Mal durch bin, glaube ich, registriert. Ruhig, Carlos. Was ist Carlos überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Kerl. Ja, wir haben ihm gerade einen weiteren Comic aufgenommen. Mal schauen, wie viele wir unterdessen haben. Ich glaube, 0 Punkt. Ne, 0 Punkt hatten wir schon. Den hatten wir auch schon. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Die Phase. Bis jetzt hat Danielas Phasenverschiebungsgerät die von Neumann und ihre Mannschaft vor dem Sensornetzwerk der Reisenden verborgen. Aber während sie jeder in Nullpunkt noch tiefer in das. Wie sie Interstellar. Ne, das hatten wir schon mal gewesen. Freie Radikale war's. Buch 7, Freie Radikale. Nach ihrer unfassbaren Flucht aus der Arena sind Daniela und Ryan nun die meistgesuchten Menschen des Sonnensystems. Ihre neue Ehrlosigkeit hat die Aufmerksamkeit einer mysteriösen Organisation namens Letzte Wacht erregt. Sie folgen spärlichen und kryptischen Hinweisen und die Spur zur Letzten Wacht führt sie zum kleinen und deformierten siebten Mond des Saturn. Hyperion. Wait. Wir können aber noch was basteln. Nö. Gut. Ja, wir könnten jetzt reiten, aber ich wollte mal schauen, ob hier sonst noch irgendwas rumfliegt. Hier hinten ist übrigens der Campus von der Uni. Ich würde auch gerne studieren. Aber ich müsste leider Gottes erst ein Abitur nachholen. Der dritte Versuch. Beim ersten Mal wurde ich gebeten aufzuhören. Beim zweiten Mal bin ich ausgewandert und musste deswegen aufhören. Und das wäre dann der dritte Versuch. Ja, wie wir sehen, Ellie reitet und man sieht dann auch mit dem Pferd. Wenn wir gerade keinen Bock haben. Was steht denn da eigentlich? Entrance? Ah, warte mal. Sieht irgendwie nicht ganz Englisch aus, sondern eher Französisch. Und da kann ich noch einen gar. Also Französisch kann ich wirklich nicht. Wird mir sicher doch in irgendeinem Spiel noch kommen, dass irgendwelche französischen Wörter vorkommen. Dann stehe ich gänzlich da und quatsche die permanent falsch.
Man möge mir das doch bitte verzeihen, aber es geht nicht. Also nicht, dass ich jetzt irgendwelche Franzosen diskriminieren möchte oder sonst irgendwas. Oder Leute, die die französische Sprache gerne mögen, können sie alle gerne tun. Ich nicht. Ellie, Pferd und so. Hallo. Kommen wir da eigentlich rein? Schade. Ellie? Fräulein? Rotwein. Okay. Für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir reiten zum Innenhof. Von da sollten wir den Campus überblicken können. Gut, der Gaul will da zwischen nicht langlaufen. Hab da ja was gesehen. Ja, ist ja in Ordnung. Ja, ich wollte hier vorne noch mal hinschauen, ob wir irgendwas von liegen lassen. Oh, cool. Klettern wir einfach mal auf den Laster rauf. Ist doch auch mal nicht schlecht. Ich weiß ja nicht, wie oft ihr schon auf irgendwelche Laster raufgeklettert seid. Ich hab das mal nett gemacht. Ja, aber ich würde sagen, den Campus erforschen wir weiter in der nächsten Folge, vor allem den Innenhof. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, euer Fo.